Hallo, hier ist wieder Metzgerman. Nach etwas längerer Zeit nun mit einem Update zu meinem Flipdot-Projekt. Es sieht jetzt momentan so aus. Ich habe meine Idee mit den Schieberegistern verworfen, da sich ja herausgestellt hat, dass man sowieso immer nur einen Pixel gleichzeitig ansteuern sollte, damit der FP2800-Chip nicht überlastet wird. Was ich ja nach vier defekten Chips dann auch irgendwann festgestellt hatte. Und ich habe jetzt eine neue Idee gehabt, und zwar einfach Line Decoder zu verwenden. Das heißt quasi, was ich mache, ist, ich nehme zwei 1 aus 16 Decoder, sodass auch quasi immer nur eine Zeile aktiv sein kann. Da ist es quasi gar nicht erst möglich, dass mehrere Zeilen gleichzeitig geschaltet werden. Und ich habe mir da auch gar nicht erst die Mühe gemacht, einen richtigen Prototyp zu machen, sondern ich habe quasi einfach auf gut Glück eine Platine anfertigen lassen hier. Ganz günstig in China, aber tut auf jeden Fall, was sie soll. Hier einmal die Vorderseite. Vielleicht so rum besser. Und auch nochmal die Rückseite. Ja, der Fokus ist leider nicht so gut bei der Kamera. Ja. Oh mein Gott. Auf jeden Fall haben wir die auch hier nochmal bestückt. Da sieht man jetzt hier, mache ich gerade mal so rum, die beiden Line Decoder. Dann hier die Treiber für die Flipdots, wenn sie auf gelb schalten. Und hier die beiden Treiber für die Flipdots, wenn sie auf schwarz schalten. Hier halt der Arduino, der das Ganze steuert. Hier haben wir einen Feldeffekttransistor, der dazu dient, die LED-Beleuchtung ein- und auszuschalten, damit ich das quasi auch programmatisch machen kann. Dafür ist auch dieser Steckverbinder da. Der Steckverbinder dient für Stromversorgung und Daten. Hier haben wir einen kleinen 5 Volt DC-DC-Wandler. Also hier kommen 24 Volt rein und die 5 Volt werden dann hier einfach erzeugt für den Arduino und die Chips. Hier haben wir noch einen LM317 Spannungswandler. Der dient einfach dazu, die Spannung für die Flipdots einzustellen. Und in Verbindung mit diesem dicken Widerstand hier begrenzt er auch gleichzeitig den Strom, sodass hier nichts irgendwie durchbrennen kann. Ja, der Strom bzw. die Spannung ist hier einstellbar. Es ist jetzt eingestellt 20 Volt und der Strom ist begrenzt auf ungefähr 360 mA. Das kommt der Originalsteuerung relativ nah und funktioniert auch ganz gut. Manchmal kommt es vor, dass sie, wenn die Anzeige liegt, die Pixel nicht richtig flippen, aber das ist ja auch normalerweise nicht der Fall. Normalerweise steht die ja quasi hochkanten, dann funktioniert das wunderbar. Und hier haben wir nochmal eine kleine 500 mA Sicherung, die sichert einfach alles ab, falls irgendwas schief läuft, dass es da keine größeren Schäden gibt. Und ja, die ist jetzt hier mit dieser Matrix verbunden. Und jetzt schalte ich mal den Strom ein, beziehungsweise stecke ihn ein. Momentan sind da jetzt noch keine seriellen Daten verbunden, sondern das Bild, was angezeigt wird, ist einfach im Speicher abgelegt. Leider ist meine Leitung nicht lang genug, dass die Platine hier im Sichtfeld sein kann, aber gut. Achtung! Wie man sieht, es funktioniert und es ist auch relativ schnell. Und kommt eigentlich der Originalsteuerung ziemlich nahe in dem Fall. Man hat jetzt gerade gesehen, manche von den gelben Pixeln haben ein bisschen später geflippt. Das liegt einfach nur daran, dass die Anzeige gerade liegt und nicht steht. Ja. Weil es so schön ist, nochmal. Ja. Wie gesagt, das sind keine Pixelfehler, das ist einfach nur mechanisch bedingt. Was gibt es dazu jetzt noch so groß zu sagen? Nicht allzu viel. Den Programmcode werde ich natürlich veröffentlichen auf GitHub, sobald ich da jetzt einigermaßen fertig bin. Wer Interesse hat, kann auch gerne mich anschreiben und die Layout-Dateien bekommen. Also wer es braucht, kann es kriegen. Also ist kein Problem. Und ja, ich habe jetzt halt vor, die Anzeigen alle entsprechend umzubauen, dass ich meine Steuerung reinbaue. Und dann werde ich die, ähnlich wie meine Straßenbahnanzeigen, dann von einem zentralen Punkt über USB und so einen RS-232-Wandler, beziehungsweise einfach einen kleinen Seriellwandler ansteuern und dann halt mal schauen, was sich so ergibt. Genau, was ich noch ansprechen wollte, und zwar hatte ich ja das Problem bei der Frontmatrix, dass bei zwei von den fünf Panels
manche Spalten einfach nicht funktioniert haben. Das war jetzt mit dem Schieberegister-Prototyp so, da hat es geholfen, den über USB zu versorgen. Bei der Platine hier jetzt hat das nichts geholfen. Ich habe alles probiert, verschiedene Spannungsquellen, eine externe 5-Volt-Versorgung, externe Pixelspannung. Also ich habe es mit einem digitalen Ossi alles nachgemessen. Ich habe es nicht verstanden, wieso die Panel mit meiner Steuerung nicht funktionieren, mit der Originalsteuerung aber schon. Und ich habe dann einfach mal den FP2800 getauscht. Ich hatte ja noch einen übrig von meinen 5, die ich als Ersatz bestellt hatte. Und siehe da, es hat funktioniert. Jetzt brauche ich zwar noch einen weiteren. Das heißt, ich habe einfach noch mal welche in China bestellt. Wenn die dann ankommen, dann kann ich den letzten auch noch austauschen. Und dann funktioniert wieder alles. Ja, ich habe jetzt mit dieser Anzeige hier vor, irgendwas Urmäßiges zu bauen oder so. Quasi was Selbstständiges, das einfach nur Strom braucht und keine Daten von außen. Denn die Anzeige hat sowieso keinen eigenen Controller eingebaut gehabt. Die war eigentlich so gedacht, dass man die an die Seitenanzeige, also an die große Seitenanzeige quasi dran anschließt mit dem langen Flachbandkabel hier. Deswegen hat die, wie gesagt, kein eigenes LED-Netzteil und auch keinen eigenen Controller. Deswegen dachte ich mir, baue ich da einfach komplett was selbst rein und mache dann irgendwas, was halt eigenständig läuft. Da werde ich dann natürlich auch nochmal Videos zu machen, sobald ich da irgendwie konkrete Pläne habe bzw. was gemacht habe. Ja, ansonsten war es das erstmal wieder von mir. Und ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht allzu langweilig, meine ganzen Erzählungen hier. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video.